So, hallo und willkommen zurück im Sumpf bei Chantae. Beim letzten Mal sind wir hier leider ein bisschen gestorben und wieder hierhin zurückgesetzt worden, aber das soll uns jetzt nicht weiter daran hindern. Wir haben wieder 4 Leben, leider nur 3 Herzen, aber ich bin guter Dinge, dass wir dieses Mal weiterkommen werden, wenn uns die Zombies nicht daran hindern. Aber ich möchte eigentlich auch ein bisschen zu den Zombies, zumindest in ihr Dorf. Denn wir wollen zu dem Laden da, um uns noch ein paar Feuerbälle zu kaufen. Das wäre ziemlich gut. Und ansonsten möchte ich einfach nur weiter Richtung Osten, also nach rechts, um möglichst, irgendwas zu finden, was wir noch nicht gesehen haben. Ich bin mir nicht sicher, ob da irgendwas war, aber man sollte die Hoffnung ja nicht aufgeben. So, da komme ich doch nur mit dem Laufen hoch. Hüpf und nicht treffen lassen. Aber so schlecht sieht es doch gar nicht mal aus hier. Und hüpf. Aua. Naja, du blöder Geist. Ich hoffe, man kann die jetzt auch vernünftig sehen. Beim letzten Mal konnte man die eigentlich gar nicht sehen, als wir hier waren. Also nicht bei der Aufnahme vom letzten Mal, sondern... Das erste Mal, dass ich hier war, da habe ich auch noch eine andere Aufnahmemethode verwendet und eine andere Rendermethode. Und mal schauen, wie es jetzt so sein wird. Also wirklich vernünftig, also komplett, so wie ich sehe, wird man es wahrscheinlich nicht sehen, weil YouTube ja auch die 30 Frames per Second Begrenzung hat, aber besser geht's auf jeden Fall. Also, dass man wenigstens erkennen kann, dass da Geister sind und ich nicht nur ins Leere trete. Aber das wird sich dann ja zeigen. Zumindest einer der Bossgegner im letzten Dungeon, den hat man auch vernünftiger gesehen. Also hoffe ich mal, dass das hier auch besser wird. Viel zu viele Geister sind hier unterwegs. Ich sollte ihn hier nur lang kriechen, das wäre viel zu langsam. So, komm. Du stirbst, dankeschön. Hey, die lassen ziemlich viel fallen. Ich war jetzt garantiert nicht hoch. Da war ich bestimmt auch schon mal. Das war nur das, da war ein Feld, wo ich mit dem Elefanten durch musste. So. Ach, ihr könnt mich mal. Diesmal passe ich auf, dass ich nicht darunter rutsche, wo das Rutschige war. Und das Fischgesicht muss sterben. Stirb! So, haha. Und das war hier, ne? Okay, hüpf! Und, jawohl, geschafft. Komm ich da hoch? Moment. Ich will mal versuchen, ob ich da hochkomme. Vielleicht ist ja auch ein Glühwürmchen versteckt oder so. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich damit anfangen kann. Außer, dass ich halt im Firefly Shrine irgendwas bekomme, irgendwas Tolles. Aber hier ist natürlich nur ein Gegner. Wäre auch zu schön gewesen, wenn hier was Vernünftiges gewesen wäre. Aber wenigstens habe ich genug Tooling, den Gegner wegzukicken. Ich dachte gerade, ich fliege schon in den Abgrund. Boah. Schon wieder ein Fischgesicht. Komm, stirb. Oh, ich habe nur noch ein halbes Herz, merke ich gerade. Gib mir doch bitte ein Herz. Kein Juwelenherz. Das geht wenigstens runter, okay. Gucken wir mal, was wir hier finden. Ach, du wolltest doch die schönen Frauen sehen, oder nicht? I love watching cute girls dance. The more, the better. Und da habe ich doch die Twin... Habe ich hier nicht die... Twin-Dinger ausprobiert? Moment. Was kann ich denn für den mal Schönes tanzen? Ist doch bestimmt irgendwas Vernünftiges. Ich könnte mich in eine Spinne verwandeln und den erschrecken. Machen wir das doch mal. Und da ja mehr Frauen, desto besser sehen will, benutze ich die Twin Mints, um mich zu verdoppeln. Und dann tanzen wir einfach mal. Komm, benutze sie. Chantae so. Und jetzt tanzen wir runter. Ja, er freut sich. Ah, toll. Und er ist in die Stacheln gesprungen. Ah, sehr schön. Cool. Und noch mehr Lebensenergie. Ich freue mich. Sehr schön. Ein Herzhalter. Und wir haben die obere Herzleiste angefangen. Yeah. Ach, schön. Jawohl, ja. Okay, weiter geht's. Ach, wie schön. Das verschafft mir sofort wieder gute Laune, wenn ich hier weiterkomme. Fischgesicht! Stirb, Fischgesicht am Stiel. Hopp, hopp, und weg mit dir. So, auf den Berg hoch. Hier komme ich bestimmt nur weiter, wenn ich fliege. Garantiert. Ja, da muss ich fliegen können. Nein, sag mir nicht, ich bin den ganzen Weg umsonst hier hingekommen. Moment, ich kann. Oh, doch bestimmt. Oh, da ist ein Glühwürmchen. Nee, das ist kein Glüh. Was ist das nochmal? Ich weiß nicht, irgendeine komische Fliege.
Ups. Na gut, jetzt habe ich keine Twinlings mehr. Wo war nochmal das Zombie-Dorf? Ich bin mir gerade unsicher. Stirb! Ja, das heißt aber doch, dass wir wirklich bei Oasis Town nach links gehen müssen, oder nicht? Um weiterzukommen. Weil hier müssen wir fliegen können, um weiterzukommen. Und das kann es ja irgendwie nicht sein, ne? Aber weißt du was? Dann werde ich einfach mal versuchen, bei Oasis Town weiterzukommen. Wenn ich mich jetzt an den richtigen... Ach nee, Moment, das war der falsche Turn. Ich habe mich aus Versehen in einen Affen verwandelt. Zurück mit dir, Chantae. Ich möchte nach Oasis Town. Das war runter, hoch, rechts, rechts, B, A, wenn ich mich richtig erinnere. Jawohl, das war sogar richtig. Sehr schön. Dann gehen wir rein. Ach, wunderbar. Jetzt kriege ich es auch hin, richtig in die Städte reinzugehen. Es wird besser. Ich werde besser. Was bist du denn für eine? Du siehst aus wie eine Diebin. Naja, soll uns nicht weiter stören. Wir gehen erstmal ein bisschen baden. Und feiern den neuen Herzcontainer. Den wir geholt haben, indem wir einen anderen dazu gebracht haben, dass er Selbstmord begeht. Ja, den haben wir uns bestimmt verdient. Ich gehe doch auch mal hier speichern mit, falls ich dann da links sterbe, was garantiert der Fall sein wird, weil die Schattenviecher ziemlich asozial aussahen. Damit ich dann hier wieder anfange und nicht irgendwo im Sumpf, irgendwo in der Pampa. Das bringt ja niemandem was. Ja, ja, Game Haze, bin ich safe, dankeschön. Dann mach dich mal auf den Weg, Chantae. Hey, Nashorn. Any stream is the coolest. You can walk right past people without them knowing it. Which reminds me, we're swinging holes ladies' hours, so you know. Was für ein Spanner! Der hat uns erzählt, dass man mit Vanish Cream an Monstern vorbeilaufen kann und dann meint er, dass es ihn daran erinnert, dass das Badehaus eine Stunden hat, an denen nur Frauen rein dürfen. Also echt mal, was für ein Spanner. So, du... Oh, was? Und das kann... Das... Oh Gott, ich will hier weg. Ich kann den Viechern... Na, lass mich in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe. Moment, ich möchte versuchen, ob ich da nicht hochklettern kann. Wisst ihr, warum mich diese Viecher erinnern? An das Spiel Heart of Darkness. Vielleicht kennt das ja jemand. Aua. Da gibt es auch lauter so Schattenkreaturen, die einen ans Leder wollen. So. Das sind halt so die Hauptgegner. Oh Gott. Schattenfrosch. Hüpf. Nein, 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 nein. Ah, ich habe nicht genug Anlauf gehabt. Okay, versuchen wir es nochmal. Ja, ja, du kannst mich auch mal gerne haben. Da war irgendwas drin. Genau, da war eine Höhle drin, wo ich fliegen musste. Da kam ich nicht weiter. Och, was machst du denn, Chantae? Wenn ich dir sage, du sollst weit springen, springst du nicht weit. Und wenn ich dir sage, du sollst kurz springen, springst du weit. Ja, ist mir jetzt egal, dass ich getroffen werde. Hauptsache, ich komme hier durch. So. Ja, du kannst mich auch gerne mal haben. Haha. So. Ganz vorsichtig. Der Hintergrund sieht auch irgendwie sehr vertrauenerweckend aus. Ah, mit den schwarzen Wolken und so. Hm. So, Elefant. Der Elefant war... Lass mich nicht wegen runter links. Tatsache. Ah, cool. Bam. Und weiter geht's. Ich verwandle mich vorsichtshalber direkt mal wieder in den Affen. Man weiß ja nie, wo man hochklettern muss. Zum Beispiel über das, wo ich gerade stehe. Vielleicht ist da oben irgendwas. Außer Gegner. Ach, da möchte ich jetzt nicht lang. Hübbel, gucken wir erstmal an, was hier noch weiter links ist. Was ist das denn da hinten? Ein riesen aufgespießter Marienkäfer? Oder eine Larve oder was? Oh Gott. Sehr seltsame Gegend. Lass mich in Ruhe. Ich kann die nicht verletzen, wenn die in dieser komischen Form sind. Oh oh. Oh oh. Noch ein Treffer und ich bin Geschichte. Hüpf. Nein! Verdammt, ich bin runtergefallen. Das ist... Oh Gott, ich will hier nicht mehr sein. Ich will hier weg. Aber es, sonst wüsste ich jetzt nicht, wo ich lang könnte. Gott. Lass mich einfach alle in Ruhe. Aber wenn ich sonst hier nicht durchkomme, muss ich mir mehr Vanish Cream kaufen. Vanish, entfernt Flecken. Ich habe es noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert. Juhu, ich bin tot. Ja, ja. Das verschafft Whiskey Boots mal wieder Genugtuung hier. Blöde Kuh. Ja, wenn ich das wenigstens abbrechen kann. Moment, ich kann... Haha. Ich
kann den Emulator beschleunigen. Ja, ja. Da dreht Shantae durch. Okay, spielen wir mal normal wieder. So. Raus aus Oasis Town. Und rein ins Vergnügen. Erstmal wieder in einen Affen verwandeln. Unter und rechts. So. Ein kleiner niedlicher Affe. Hüpf, oder eine Äffin. Aua. Gott, ich weiß nicht. Oh, Glühwürmchen. I found a Firefly. Ich hab. Jetzt wird wahrscheinlich nicht. Ja, 4 habe ich gerade mal. Na, vielleicht werde ich die auch irgendwann mal offscreen sammeln, weil das wird langweilig sein, die Aua zu suchen. Ich werde auch mal, muss mal nachgucken, was mir das bringt. Ich vermute, dass es mir einfach nur einen Zauber bringt mit oder einen magischen Tanz, mit dem ich Tag und Nacht ändern kann. Aber das ist jetzt nicht so nützlich, finde ich. Ich meine, klar, wenn man die Gegner dadurch schwächer machen kann, wäre gut, aber tatsächlich, was ich damit machen würde, wäre Glühwürmchen zu suchen. Aber dann hätte ich ja schon die Glühwürmchen, bräuchte keine mehr. Deswegen wäre das sinnlos. Aber vielleicht labere ich jetzt auch hier gerade nur Blödsinn und man kriegt was ganz anderes dafür. Und dann werde ich mal gucken, dass ich die vielleicht doch suche. Mal schauen. Vielleicht weiß das ja auch einer von euch. Ein paar Zuschauer haben in das Spiel ja schon gespielt. Naja. Ich habe Floatmuffins. Warum habe ich Floatmuffins ausgerüstet? Nein! Oh, da versuche ich auszuweichen und springe genau rein. Nee. Warte mal, den Exit Candy. Bringt mir alles rein gar nichts, was ich hier in Items habe. Zumindest nicht im Moment. Ja, ist klar. Mal schauen, ob ich das jetzt so. Ah. Nicht mit mir. Nein! Haha! Habt ihr gesehen, wie ich dem ausgewichen bin? Nein, nein, nein. Ja, aber dafür springe ich voll ins Wasser rein. Das ist mal wieder so ein Part, in dem ich nichts hinkriege. Wobei, ich habe ja natürlich wieder ein Herz bekommen. Das ist ziemlich erstaunlich. Innerhalb von 2 Parts, 2 Herzen. Ja. Ja, ich. Das ist schon nicht schlecht. So, hüpf. Komm. Oh, wow. Haha. Ich müsste mal versuchen, den. Ein bisschen geduldiger vorzugehen und die immer ins Wasser zu locken. Hüpf, aua. Hm. Naja, besser als wenn ich selber reinfliege. Ach, du kannst mich mal. Moment, da war doch gerade was. Geil. So, hüpf. 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 So, da kommt doch bestimmt jetzt wieder einer. Da bin ich doch beim letzten Mal reingefallen. Genau, komm. Hüpf, so. Jetzt bloß weg hier. Ach, kommt doch gar. Ja, da kommt noch einer. Oh Gott. Oh, was zum. Oh Gott, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich möchte hier weg, ich möchte hier weg, ich möchte weg, ich möchte weg. Ich möchte bitte ins nächste Gebiet, damit ich endlich mal. Warum spr. Ach Gott, ich fall auch noch drauf rein. Der springt hoch und ich spring auch hoch. Jetzt muss ich aufpassen. Ganz vorsichtig, da kommt keiner. Was ist denn das? Hüpf. Da springe ich. Ah, da oben ist einer. Das habe ich gesehen. Oh Mann. Ich möchte jetzt nächste Gebiet. Ich möchte mich nicht treffen lassen. Da muss ich mich wieder am Anfang anfangen. Was? Wie soll ich denn da durchkommen? Oh Gott, was zum. Ich bin gerade ziemlich erstaunt über meine eigenen Fähigkeiten. So, den sind wir los. Hehe. Wann ist das Gebiet zu Ende, bitte? Lass die mal hochspringen. Na, aber da falle ich nicht mehr drauf. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Nicht mehr drauf rein. Hüpf! Ja, Gebietsübergang. Hahaha. Ich freue mich. Ein Wald, ein Tannenwald. Ist denn schon wieder Weihnachten? Was bist du denn? Oh Gott. Was willst du denn? Was soll das denn? Der fuchtelt einfach mit seinem blöden, überdimensionierten Schwert da rum. Ich kann nichts machen. Ach, komm. Na, lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Ich bin nur ein kleiner, friedlicher Affe, der ein wenig verloren ist hier im Wald. Im Tannenwald zumindest. Wenn hier wenigstens Palmen wachsen würden, aber nein. Oder Dschungelbäume, aber... Oh. Die einzigen Stacheln weit und breit und ich springe natürlich voll rein. Und das ist mein letztes Leben. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, muss ich wieder in Oasis Town anfangen. Da habe ich keine Lust drauf. Nee. Ja, Vogel. Komische Krähe hier. Komm, lass mich in Ruhe. Fuchtel mit deinem Schwert rum, aber bitte nicht in meiner Nähe.
So, diesmal nicht in die Stacheln. Oh Gott, okay. Hüpf. Ja, ja, ist klar. Wie soll ich nach oben? Da komme ich doch niemals hoch als Affe. Nein! Die Decke wurde mir zum Verhängnis. Nein. Okay. Nicht verzagen. Ich werde es nochmal versuchen. Und vielleicht komme ich ja diesmal besser durch. Man weiß es nicht, aber man kann gespannt sein. Ich gehe aber vorher nochmal ins Badehaus, dann sind nämlich meine Chancen größer, dass ich durchkomme. Da, Badehaus. Ich gucke nochmal im Itemshop vorbei. Vielleicht haben wir da was Vernünftiges, was Hilfreiches. Kannst mich. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Du hast Bartstoppeln. Ich will nicht mit dir reden. Ich weiß nicht mal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Also. Weil sonst waren da immer nur Frauen. Und ach, egal, lass mich in Ruhe. Ich muss die Welt retten. So, wo ist der Itemshop? Da ist der Itemshop. Gehen wir doch mal hin. Und gucken wir, was wir hier so finden. Ich hätte gerne so ein hier, wie heißen die? Diese Messer. Die auch einer von den Teenage Mutant Ninja Turtles hat hier. Hätte ich auch gern. Oder da oben so ein, die Rüstung, die da oben auf dem Regal steht. Das wäre bestimmt auch nicht schlecht, um ein bisschen weniger Schaden zu nehmen, ne? Weil Shantae hat nichts an. What can I do for you? So, dann haben wir den Banish Cream. Ist mir eigentlich ehrlich gesagt zu teuer. Weil man kriegt ja nur eins dafür. Exit Candy bringt nichts. Twinmint bringt auch nichts. Storm bringt nichts. Flash, weniger. P-Ball. Ach, egal. Wobei, ich glaube, ich nehme ein paar P-Balls mit. Die könnte ich eventuell gegen die Vogelviecher gebrauchen. Mal schauen. Muss ich mal ausprobieren. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn P-Balls, bitte? Dankeschön. 10 Stück. Naja. Was soll's. Ist jetzt egal. Jetzt hab ich's gekauft. Jetzt müssen wir die auch einsetzen. Also naja, was heißt, wir müssen die einsetzen? Wir sollten sie einsetzen. Sonst war das eine ziemliche Verschwendung. Und ich möchte jetzt endlich weiterkommen. Hüpf! Ja, oh nein, oh mein. Ich hab vergessen, mich in einen Affen zu verwandeln. Aua. So, runter, rechts. Ja, jetzt hat er meinen Tanz unterbrochen. Der hat meinen blöden Tanz unterbrochen. Ich glaub's nicht. Blöd, Mann, ey. Ich will ja nur noch 4 Herzen. Okay, komm. Jetzt muss ich hier vorsichtig vorgehen. Aber ich krieg das hin. Ich bin die Tricks jetzt so langsam gewöhnt. Du springst bestimmt hoch, ne? Ja. Okay, ganz vorsichtig auf allen Vieren. Nein, du lässt mich bitte in Ruhe. Und ja, wenigstens kommt nichts, wenn ich auf die kleinen Stelzen springe. Ja, genau. Aber der nahe dran ist, der geht natürlich normal. Blöd, Mann. So. Hier oben war doch wirklich nur... Nee, da möchte ich nicht hin. Was soll das denn? Mann. Mein Gott. Ja, nee. Lass mich doch in Ruhe. Was seid ihr überhaupt für komische Tintenviecher, ey? Nicht gut. Ja, du. Lass mich einfach in Ruhe, bitte. Haha. Ab ins Wasser mit dir, da wo du hingehörst. Ja, du lässt mich bitte auch in Ruhe. Naja, das ist halt so, dass ich reinfalle, ne? So. Was mach ich denn hier? Aua. Manu. Gerade eben lief es doch so gut. Warum kriege ich das gerade nicht wieder hin? Warum falle ich die ganze Zeit da rein? Komm schon. Shantae. Und hopp. Ja, komm. Du springst hoch, ne? Warum? Ach, ihr seid doch doof. Ja, du kannst mich gerne haben. Dir werde ich nicht den Gefallen tun und stehen bleiben. Garantiert nicht. Hier werde ich einfach drüber springen jetzt auch. So. Aha. Ah, ich schaff das. Ich schaff das. Auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Ich schaff das. Ich werde es schaffen. Ich habe die Hälfte schon geschafft. Wie soll man da vorbeikommen, ohne sich treffen zu lassen? Habe ich das gerade nicht geschafft? Keine Ahnung. Ist mir jetzt... Oh Gott, nicht... Nein, 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 nein. Er ist auf dem Ding gelandet. Ich glaub's nicht. Hat der ein Glück? Ah, es ist Tag. Immerhin, das bringt mir zwar hier auch nicht besonders viel, weil die Viecher einfach bäh sind.
Ja, vor allem du. Ha, du hast mich nicht getroffen. Ha, ha. Darf ich lachen? Ha. So. Da, ich bin ein wenig gehässig. Das ist mir jetzt egal. Das ist doch gemein. Hä? Nee, wir haben noch Nacht. Hä? Haben wir jetzt Tag oder haben wir jetzt Nacht? Ich bin mir gerade... Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Da oben sind Sterne, aber... Eigentlich ist die Musik vom Tag, oder nicht? Hm? Ach, ich hab wieder nur ein halbes Herz. Ich geh kaputt, ey. Oh, wenn ich jetzt sterbe, ärgere ich mich ziemlich. Komm. Ja, genau, hör du rein. Ich muss immer so weit wegbleiben, dass ich abschätzen kann, ob die jetzt niedrig kommen oder hoch. Ja, du kriegst mich nicht. Jawohl, ich hab's geschafft. Juhu. Vielleicht sollte ich mir auch mal so Heilsachen kaufen, das wäre wahrscheinlich hier nützlich. Ja, fuchtel mit deinem Schwert nur so viel rum, wie du willst. Lass mich einfach nur in Ruhe damit. Nein, nein, nein! Ach, geil. Okay, zwei Versuche noch. Hüpf. Und erstmal wieder einen Affen verwandeln, weil sonst komme ich hier überhaupt nicht durch. Shantae kann einmal nicht klettern und zum anderen ist die ein viel zu großes Ziel. Also, nee, nicht gut. So. Moment. Ich will mal versuchen, ob ich die nicht mit den Pikeballs klein kriege. Ah, oh, der kriegt mich sogar noch. Ich glaub's nicht. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ja. Ich hoffe, ich finde auch hier einen Weg nach oben. Mit dem Affen. Weil... Ich will nicht das mit den Stacheln probieren. Oh, da geht's hoch. Oh, da sind... Nein, da geht's nicht hoch. Ja, was? Soll ich ernsthaft hier hoch? Ernsthaft? Geht das überhaupt? Das müsste... Oh Gott, ich will's gar nicht ausprobieren. Weil ich garantiert in die Stacheln springe, aber... Oh Gott. Okay, nein. Ja, nein. Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh Gott. Na, Nacht. Nein, Vogelfieh. Na. Lass mich in Ruhe. Ich will einen Speicherpunkt haben. Oh, ein Gebietsübergang. Jetzt bin ich mal gespannt. Eine Stadt. Oh, eine Stadt. Ich freue mich. Komm, geh da rein. Sieht zwar nicht besonders freundlich aus, aber Stadt ist Stadt. So. Badehaus, erstmal rein. Ich rede mit den Leuten hier draußen später. Ich muss jetzt erstmal hier so ein bisschen... Oh, hallo, wer bist du denn? Hi, Shantae. This is the palace. And in the place to revive those aching muscles and soul your worries away. Ja, die sagten das gleich wie alle anderen. Und die... Ist das eine Truhe? Was ist denn da Schönes drin? Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, einmal baden mit Kleidung. Ist praktisch, man wäscht so direkt seine Sachen mit, weil Shantae kommt ja schon ziemlich rum, ne? So, der Taumelshop, das heißt gar nicht Itemshop diesmal, sondern das heißt nicht der Gegenstandsladen, sondern der Stadtladen. Und das ist irgendwie aus dem Pirat. Hallo? What can I do for you? Okay, Vial 1, Vial 2, Vial 3, Float, Candy, Mints, Greed. 5 Greedy Jars, makes enemies, drop da, achso, genau. Damit kann man dafür sorgen, dass die Gegner mehr Geld fallen lassen. Da Fireball, sehr schön. 10 Feuerbälle, die kaufe ich mir direkt mal ein paar. Nein, ich wollte kaufen. Irgendwie so, mal gucken, 20 Stück, 30 Stück. Eigentlich sind sie viel zu teuer. Aber 30 Juwelen für 10, ja. Okay, ich kaufe mir nur 30 Stück. Dann habe ich wieder 200 Juwelen. Muss jetzt mit leben. Allerdings fehlen mir, genau, das war glaube ich in dieser Stadt auch, wo ich die 500 Juwelen brauche. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt. Was bist du denn für ein Monster? The Twinkle Palace is at the top of the mountain. Can't say I travel there though. Also der sagt, dass der Twinkle Palast, der Glitzerpalast oben auf dem Berg ist und dass er da nicht hinreisen würde. Oh Gott. Ja, hier würde ich gerne Warp Skills haben. Ich habe nur noch einen leider. Ach, willst du mir nicht so den Tanz geben? Schade. Gucken wir mal, was uns sonst noch erwartet. Was haben wir hier? Speicherraum? Gerne. Was hier überhaupt für Monster rumlaufen? Ist ja unglaublich. Ist das hier eine Monsterstadt oder was soll das sein? Aber ich meine, der alte Mann ist gleich. Would you like me to save a record of your travels? Any previous information will be forgotten, okay? Yes. Dankeschön. Gucken wir uns, ich würde sagen, wir gucken uns nochmal an, was wir hier alle so in der Stadt finden können und dann... Hier, genau, Advanced Genies. Das meinte ich, denn
Advanced Genies, fortgeschrittene Genies. Das ist eine Anspielung auf Game Boy Advance, ne? Advanced Genies, ne? Versteht ihr? Ne? I see that you're a very advanced advanced hero. Bring back 500 gems and I'll tell you a secret. Das Geheimnis würde ich gerne haben. Aber 500 Edelsteine habe ich leider nicht. Werde ich mal gucken, dass ich das dann irgendwie im Gecko-Palast mache oder so. Und der Rusty Gullet? Der rostige irgendwas? Ich habe keine Ahnung, was Gullet heißt. Krug vielleicht, weil dann so ein Krug drauf ist? Ich habe keine Ahnung. So gut ist mein Englisch dann auch nicht. Also, ich nehme es raus von mit... Ey! Die Vogelscheuche und das komische Monster. So, hallo, wer bist du denn? Siehst fast genauso aus wie ich, bloß in schwarz. Oh, a genie. Are you Bandit Town's Guardian? Also sie sagt, oh, ein Genie. Bist du der Wächter von der Banditenstadt? Absolutely. I do my job using powerful mind-reading magic. For instance, you've come here looking for the Twinkle Stone, right? Also sagt, ja, absolut. Ich beschütze diese Stadt mit meiner Gedankenleserkraft. Zum Beispiel bist du in diese Stadt gekommen, um nach dem Twinkelstein zu suchen, richtig? Und sagt Chantae, oh wow, you're right. Also, oh wow, du hast recht. Well, you're in luck, sweetie. I can get you into Twinkle Palace with no problem at all. Just meet me there in a little bit, will you? What luck, I'll be there, thanks. Also, you should try cutting your hair short sometime. It would look awfully cute in a bob. Ho 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 ho. I think about it by now. Was ist das mit der denn los? Also, sie meinte erst, sie kann uns helfen, in den Twinkle-Palast zu kommen. Und dass wir sie in einer Weile da treffen sollen. Und dann hat sie uns noch empfohlen, dass wir versuchen sollen, unser Haar mal kurz zu schneiden, weil das mit einem Bob bestimmt ganz niedlich aussieht. Das wollte ich nicht. Und ein Bob ist halt ein Kurzhaarschnitt, der furchtbar aussieht, finde ich. Also, es kommt drauf an, wie man ihn trägt, aber in den meisten Fällen finde ich ihn nicht gut. Stormpuff is hard to control, but it's the most powerful item of the game. Okay, diese Wolken, diese Stormpuffs sind anscheinend das stärkste Item überhaupt. Allerdings auch schwer zu kontrollieren. Naja. Ich werde jetzt erstmal gucken. Obwohl, werde ich überhaupt gucken? Oder mache ich den Part zu Ende? Ich werde noch mal ein bisschen kurz gucken. Da komme ich gar nicht weiter. Wo ist denn... Verdammt. Es geht hier nicht weiter. Okay. Dann wird der Tempel irgendwo hier sein. Dungeon. Wenn ich jetzt wüsste, wo, wäre mir schon viel geholfen. Na egal, du benutzt erstmal den Fireball, um den Vogel fertig zu machen. Komm, stirb. Aber... Stirb! Haha, obwohl es Nacht ist, machen wir richtig viel Schaden damit. Das ist klasse. Oh Gott. Ah. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal schnell speichern. Und dann war es das für diesen Teil. Ich werde wahrscheinlich offscreen zurück nach Oasis Town reisen und da noch ein bisschen, oder nach Scuttle Town, da gibt es ja den Dance Parlor. Und dann ein wenig Geld sammeln und offscreen wieder hierhin reisen, damit wir die 500 Juwelen für den Advanced Genie Shop kriegen. Weil das hätte ich schon gerne, was man da bekommt. Ansonsten... Ach, wisst ihr was? Ich speichere erstmal und dann rede ich noch ein bisschen mit den Leuten da draußen und dann machen wir ein paar zu Ende. Hallo, Shanae, would you like me to save the records of your treasure? Ja, bitte. So... Und dann... Ja, Harrys Monster. Risky Boots will be my woman. What? Er sagt, dass Risky Boots seine Frau werden wird. Ne? Das glaubst doch nur du. Ich bezweifle, dass sie mit jemandem wie dir zusammen sein möchte. Stomp, ach bla bla. Ja, hatten wir gerade eben schon. Hallo. One time I saw an elephant crush a stone golem with one mighty blow. I bet that would work on all rock monsters. Und dann für den Hinweis, sie sagt, dass sie mal einen Elefanten gesehen hat, der einen Steingolem mit einem Schlag zerstört hat und dass es wahrscheinlich auch mit allen anderen Steinmonstern klappen würde. Was wahrscheinlich ein Hinweis auf das nächste Labyrinth ist. Have you heard the tale about the flying pyramid? That's where the legendary spice globe is hidden. I go there myself for a look-see, but these arms don't flap fast enough. Okay.
Er sagt, dass es also das ist sehr interessant, er sagt, dass es da irgendwo eine fliegende Pyramide gibt, in der es das Spy-Scope gibt. Er würde selbst hochgehen, aber er kann, seine Arme können leider nicht schnell genug flattern, dass er da hochkommt. There sure are a lot of those warp squids running loose. And the way I figure it, there must be 5 in each labyrinth, making 20 in all. Okay, es gibt 5 in jedem Labyrinth. Ich habe bisher immer nur 3 gefunden. Das ist natürlich nicht so eine gute Ausbeute. Aber mal schauen. Sagst du mir noch was? Ha, der Twinkle Palace ist... Ach, das haben wir schon. Okay. Das war das, aber Moment, mit dem habe ich noch nicht geredet. Den Krieger. The Rusty Gullet is a hangout for bandits. You should check it out. Ja, er sagt nur, dass der Rusty Gullet ein Ort für Banditen ist und ich ihn angucken sollte. Wahrscheinlich sehe ich aus, dass ein Bandit hier, ne? Leicht bekleidete Frauen sind natürlich immer auch Banditen. Ist klar. Town Shop, Moment, oder? Speichern. Speichern. Und dann war es das für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich meine, gut, ich habe jetzt, bin oft gestorben, bin viel sinnlos rumgelaufen, aber jetzt bin ich ja hier und ich habe auch ein Herzteil gefunden. Von daher, sehen wir uns dann beim nächsten Mal und ja, bis dann.